Vorgestern hatte ich einen von diesen Typen, die sich fesseln und schlagen lassen. Es fing alles ganz harmlos an, wie immer. Ich habe ihm gegeben, was er braucht. Aber dann konnte ich nicht mehr aufhören. Es war wie ein Zwang. Hast du schon mal einen Schreck vor dir selber gekriegt? Die flambierte Frau. Von mir kriegst du nichts. Gar nichts. Eine Frau wie mich wirst du nie besitzen. Wenn du hier rauskommst, hast du mich nicht mal angefasst. €200 die Stunde. Zum Essen müssen Sie mich natürlich einladen. Vorher ein Foto sehen. Nein, das machen wir nicht. Ja gut, dann müssen Sie sich noch mal überlegen. Dann warst du in unserer ersten Nacht also überarbeitet. Deine Sorte will ich hier nicht mehr sehen! Verstanden! Verschwinde! Verschwinde! Ich möchte, dass wir heiraten. Eine Frau wie mich heiratet man nicht. Die flambierte Frau. Was machst du mit den anderen Frauen? Sie wollen immer vergessen, dass sie mich bezahlt haben. Ich frage sie, was ihnen besonders gefällt. Meistens wollen sie nur ganz normale Sachen. Ein bisschen Zärtlichkeit. Dass ich sie anfasse. Als ob sie alle die Perversionen zu Hause ertragen müssen. Haben Sie was gegen mich? Wenn ich dafür bezahle, müssen Sie mich nehmen. Das Wesen einer Prostituierten ist schließlich ihre Verfügbarkeit. Du bist wohl einer von denen, die immer alles ausdiskutieren wollen. Aber darüber diskutiere ich nicht. Eine Prostituierte ist für jeden da. Ich behandle sie ganz einfach schlecht. Und je schlechter ich sie behandle, umso mehr bezahlen sie. Du lässt dich dafür bezahlen, dass du sie verachtest. Gelegenheit dazu. Küss mich. Du sollst mich küssen. Küss mich. Ich will, dass du mich küsst. Du sollst mich küssen. Die flambierte Frau. Eine obsessive Liebesgeschichte. Ein Film von Robert van Ackermann.